Ich habe heute mein Ringlicht nicht an, weil es hat leider sich der Verdacht von Freitag, für die, die den Stream geguckt haben, sich so ein bisschen bestätigt. Und zwar bin ich ein ganz kleines bisschen erkältet, also nicht krass oder so. Aber ihr kennt das, wenn ihr so eine Erkältung habt, dieses Müdigkeitsgefühl, so man fühlt sich so relativ schlapp und hat Kopfschmerzen und sowas. Ich habe mir jetzt heute schon 2 Aspirin reingeballert, ich hoffe, der Hase läuft. Stream wollte ich nicht ausfallen lassen, aber deshalb zum Beispiel heute nicht auch, wie heißt das hier? Das Ringlicht an, weil, boah, wenn ich heute mit Ringlicht streamen würde, ich glaube, ich würde komplett verrecken, Alter. Hätte ich gar keinen Bock drauf. So, Freunde, ich zeige euch das einmal ganz kurz. Und zwar, richtig komisch, ne? Richtig, richtig komisch. So, hier seht ihr in meinem YouTube-Dashboard, seht ihr hier die ganzen Streams, ne? Also für alle Leute, die mir das nie geglaubt haben, hier, ich verdiene mit den Streams kein Geld. So, seht ihr hier, ne? Oh doch? Ah, mit dem 30-Minuten-Stream habe ich Geld verdient. Ja, geil. Nee, und zwar normalerweise, wenn ich irgendwie Musik benutze von was weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung. Wenn ich in einem Stream, in einem Stream habe ich zum Beispiel aus Versehen Contra K oder so drin, der ja immer alles wegsperrt, dann steht hier gesperrt, so, ne? Dann kannst du hier gucken, Details wegen der Urheberrechtsverletzung ansehen. Also ich glaube, hier war das zum Beispiel, weil wir auf diese RTL-Hilf-mir-Scheiße da reagiert haben. Ich zeige euch das einmal ganz kurz, dann könnt ihr es nachvollziehen. Ah ja, hier, ne, genau, hier. So, normalerweise, also das ist der Normalfall, ne? Durch meinen Netzwerkschutz hier, Bad von XXXTentacion, Cash Money von Tiger, Falling in Love, Swish von Tiger, so. Das ist der Normalfall. Video kann nicht monetarisiert werden. Das ist ja auch alles, ist ja auch alles in Ordnung. Halt, ne? So, dann spiele ich das Lied ab, aber dann verdienen hier die Künstler an meinem Stream was. Das ist ja auch in Ordnung. Mich juckt das nicht, ob ich mit dem Stream da 100 Euro durch Werbeeinnahmen bekomme oder nicht. Dann gibt es aber auch den Fall, Video ist gesperrt und kann nicht monetarisiert werden. Ne? Wie zum Beispiel jetzt hier mit, dieser Scheiße da von RTL, wo ich drauf reagiert habe. So, das ist zum Beispiel hier. Können wir mal ganz kurz gucken, bei dem Stream, der schon ein bisschen älter ist, der wird das halt irgendeine Musik sein. Mann, YouTube, Alter. Warum geht denn das jetzt nicht? Dieses YouTube Creator Studio ist so kacke, Alter. Ah, hä? Naja. Also, jedenfalls. Normalerweise, wenn ein Stream gesperrt wird, hattet ihr das ja gerade gesehen, ne? Hier bei diesem SBC Pack Opening Menü Stream. Steht dann gesperrt, dann kannst du hier drauf gehen. Details der Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung kannst du dir dann ansehen. Und der wurde jetzt hier zum Beispiel gesperrt, weil RTL 2 meinen Stream hat sperren lassen wegen hier Kind in Manne oder keine Ahnung, was das da war. Hilf mir halt, ne? Also diese Hilf mir Reaction. So, dann steht hier gesperrt und dann kannst du dir auch den Grund angucken. Bei meinen letzten beiden Streams ist dieses gelbe Zeichen hier öffentlich. Und da steht dann nicht. Also die Streams sind nicht zu sehen auf YouTube, die sind irgendwie gesperrt worden, aber in meinem Dashboard steht, dass die öffentlich sind, sprich ich kann nicht nachvollziehen, warum diese Streams gesperrt worden sind, weißt du? Bei dem Stream hier zum Beispiel kann ich hier draufklicken, kann mir angucken, okay, easy, ist gesperrt wegen der RTL-Reaction, macht Sinn, ne? So, normalerweise, wenn es jetzt hier nicht rumspacken würde, kann ich draufklicken, ah, okay, wegen dem und dem Lied wurde es gesperrt, ich pack's kurz aus der Playlist, läuft alles. Aber bei denen, ich habe hier so ab und zu mal Streams drin, das steht dann einfach nur öffentlich. Und ich weiß nicht warum, also die sind, da steht öffentlich, aber die sind nicht öffentlich. Was ja schon mal keinen Sinn macht. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum die gesperrt worden sind, weil ich kann die nirgendwo draufklicken. Ich kann nur das hier verändern. Und wenn ich auf, zum Beispiel den jetzt mal auf privat stelle. Und dann wieder auf öffentlich stelle, das bringt auch alles nichts. Das ist, keine Ahnung. Ganz, ganz komisch. Ich check's auch nicht. Ah, okay. Ja, das kann sein. Das kann sein. Aber das ist halt scheiße. Also bei YouTube, keine Ahnung, YouTube macht momentan generell komische Sachen irgendwie. Guck mal, achtet mal, was passiert, wenn ich jetzt hier, ne, in dieses alte Creator Studio gehen möchte. So, jetzt werdet ihr gleich meine Einnahmen sehen. Habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen. Ist mir eigentlich relativ egal, wenn das Ganze hier lädt. Hier, da seht ihr schon, wo das Problem gerade bei YouTube ist, ne? Das ist so fucking schlecht, Alter. Ich habe eine 100.000er Leitung und guck dich das mal an. Das kannst du so fucking. Guck dich das mal an!
Es lädt hier seit einer halben Minute jetzt. Ja. Genau das passiert, wenn ich das klassische Creator Studio benutzen möchte. Das ist so schlecht. YouTube macht Spaß. Geile Creator-Modus und die Abo-Box funktioniert auch immer. Ja, das ist halt das, was mich so abfuckt bei YouTube in vielerlei Hinsicht. YouTube ist eine geile Plattform, versteht mich nicht falsch. Und diese Story-Funktion, dass sie die hinzufügen, ist gar nicht schlecht. Aber ich denke mir immer, das habe ich auch damals, kurz Musik aus, weil Real Talk-Stimmung. Wir hatten damals, kurz nachher Gamescom, hatten wir über unser Netzwerk so ein Gespräch mit so einer deutschen Partnerbeauftragten. Und der haben wir halt auch ganz klar gesagt, so, ey, Alter, also natürlich nicht in dem Wortlaut, aber wir haben auch klar gesagt, so, guckt doch mal bitte erstmal, dass eure eigentlichen Features funktionieren und versucht nicht die ganze Zeit auf Krampf irgendwelche neuen Features hinzuzufügen, die es auf 10.000 anderen Plattformen schon gibt, so. Also man hat irgendwie das Gefühl, so YouTube kann doch nicht mal eine vernünftige Videoplattform sein, weil Streams laggen, Abo-Box funktioniert nicht, YouTube Creator Studio funktioniert nicht und so weiter und so fort. Und anstatt, dass sie das hinbekommen, eine vernünftige YouTube-Plattform, also eine vernünftige Videoplattform zu sein, versuchen die irgendwie eine Scheiß-Plattform für alles zu sein. Instagram, Facebook mit diesen komischen Community-Posts, keine Ahnung, Alter. Ganz ehrlich, wenn ich mir Stories angucken will, dann gehe ich auf Instagram oder auf Snapchat. Ich habe zwar keinen Snapchat, aber weißt du? Einfach nur die Videos der Leute gucken, die ich abonniert habe und die mich interessieren. Bevor ich ein Video vernünftig in der Abo-Box habe, ne, wird mir eine Story von Miguel Pablo vorgeschlagen, was mich überhaupt nicht interessiert. Also jetzt als Beispiel. Keine Ahnung, ob Miguel Pablo wirklich YouTube-Stories macht. So, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist so Abfuck, Alter. Ich will einfach nur die Videos von den Leuten gucken, die ich abonniert habe und nicht irgendwelche scheiß Stories von irgendwelchen Beauty-Fotzen vorgeschlagen bekommen, die mich sowieso nicht jucken. Was interessiert mich das, ob irgendeine Bibi, Dagi, weiß ich nicht, keine Ahnung, sich irgendeinen Duschschaum gekauft hat. Ich will die Videos von meinen Leuten sehen. Jetzt kriegt ihr nämlich mal das perfekte Beispiel. Jetzt kriegt ihr mal das perfekte Beispiel, warum YouTube sowas von aufregt. Das ist jetzt die PC-Seite. Auf Dings ist noch schlimmer auf dem Handy. So, das ist jetzt meine Abo-Box. Das ist meine Abo-Box. Wir aktualisieren die nochmal. Meine Abo-Box sagt mir, so, Excel streamt. Ehrenmann, Grüße gehen raus. Das letzte Video, was hochgeladen worden ist, ist vor 3 Stunden der Stream hier von Teezy. Guck mal, was ist das für eine Scheiße? Hier, Benjis Video vor 50 Minuten wurde mir hier gerade erst nicht angezeigt. Es wurde mir nicht angezeigt. Weil auf einmal, also das ist so komisch, Alter. Hier steht noch live drüber. Die sind seit 3 Stunden nicht mehr live. Das ist so schlecht. Hier, das wurde mir gerade übrigens zum ersten Mal in der Abo-Box angezeigt. Es ist so schlecht, Alter. Es ist so fucking schlecht, Mann. Das kannst du auf so viele Sachen übertragen. Die Abo-Boxen funktionieren nicht. Es gibt immer noch keine richtige Moderatorenfunktion für YouTube-Videos. Ah, es ist, keine Ahnung, aber Hauptsache erstmal Story-Funktion. Hauptsache erstmal Story-Funktion hinzufügen. Die es ja auch erst bei 700 Millionen anderen Plattformen gibt. Keine Ahnung, Mann. Das sind einfach so Sachen, die mich übel abfacken. Aber, keine Ahnung, scheint YouTube irgendwie alles nicht zu interessieren. Demnächst gibt's, keine Ahnung. Demnächst gibt's, weiß ich nicht. Was fehlt noch für eine Funktion? Wir haben die Posting-Funktion. Wir haben die Story-Funktion. Keine Ahnung, Alter. Bevor die das YouTube Creator Studio fixen oder die Abo-Box, gibt es dann demnächst auch eine Boomerang-Funktion oder so in der Story, die keine Sau interessiert, Alter. Keine Sau. So schlecht, Mann. Richtig schlecht. Video von Benji nicht in der Abo-Box. Selbst hast du es auch schon zur Hälfte geguckt. Ja gut, ich bin ja mittlerweile 20 Jahre alt und habe gelernt, dass man mit seinem Mauszeiger auch einfach auf den Kanal von Benji gehen kann und sich da die Videos anschauen kann. Also, deshalb hier nochmal, ich weiß, viele YouTuber benutzen das, um Leute zu baiten, dass die unbedingt deren Videos schauen. Und im Endeffekt mache ich jetzt hier genau das Gleiche. Wenn ihr mir das übel nehmt, dann, keine Ahnung, nehmt es mir gerne übel. Aber ich kann nur nochmal sagen, wenn euch meine Videos oder auch die Videos von anderen Leuten
interessieren. Und wenn ihr euch sagt, so, yo, Alter, da gucke ich gerne rein. Da gucke ich gerne die Streams, da gucke ich gerne die Videos. Also wenn ihr wirklich zum Beispiel von mir videotechnisch oder streamtechnisch nichts verpassen wollt, dann entweder aktiviert die Glocke oder guckt einfach einmal am Tag bei mir auf dem Kanal vorbei. Weil auf diese Abo-Box könnt ihr euch nicht verlassen. Es funktioniert wirklich nicht. Abo-Box funktioniert wirklich in den wenigsten Fällen. Was ich auch noch sagen kann, Twitter oder Instagram, folgt mir gerne da, weil da kündige ich eigentlich immer an, wenn ein Video kommt oder wenn ein Video online ist, beziehungsweise wann dann ein Stream irgendwann nachher kommt. Weil YouTube kannst du vergessen, Alter. Ich habe teilweise, jetzt kommt das Traurige, ich habe teilweise auf YouTube Stories mehr Views, YouTube Stories, habe ich mehr Views als auf meinen Videos. Und da muss ja irgendwas falsch sein, Alter. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, Mann. Also wäre das jetzt als Baiten für irgendwelche anderen Plattformen, wo man mir folgen soll, interpretieren will, der kann das gerne machen. Aber letztendlich ist es jedem selber überlassen. Ich sag nur, wer von mir nichts verpassen will, guckt einfach bei mir auf dem Kanal vorbei und verlasst. Um das einfach mal auf den Punkt zu bringen, ich will da jetzt auch nicht ewig drüber quatschen. Guckt einfach bei den Leuten, die ihr feiert, auch wenn man es häufig wahrscheinlich vergisst, einfach auf dem Kanal vorbei. So, bei mir ist das krasseste Beispiel, das kann ich euch jetzt vielleicht hier nochmal zeigen. Bei mir ist das krasseste Beispiel Hand of Blood. So, Hand of Blood, Max, geiler Typ, auf seinem Hauptkanal. Ich schaue von dem so gut wie jedes Video. Jedes Video schaue ich von dem. Weil ich mir bei dem einfach alles geben kann. So, wenn es so eine Abo-Box ist. Gehen wir mal auf den Kanal. Okay, jetzt kann ich leider den Satz nicht zu Ende führen, weil jetzt hier gerade leider die Anzeige nicht ist. Normalerweise hat man ja bei YouTube immer so die Anzeige, welche Videos man zu was für einem Teil schon geguckt hat, ne? Aber mir wurden das Video und das Video nicht in der Abo-Box angezeigt. Wurden alle drei nicht angezeigt. Komplett wack. Ich überlege halt, was man im Fall vom Team of the Year machen könnte. Oh, oder so. Weil ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Van Dijk ein Team of the Year bekommt. Dann würde ich hier absolut Van Dijk Team of the Year hinstellen. Alter, wenn Van Dijk ein Totti bekommt. Boah. Van Dijk Totti wäre so geil. Oder halt Varane. Denke eher Ramos und Varane. Ja gut, Van Dijk spielt halt erst seit dem Sommer richtig krass, ne? Nehmen wir mal an, Varane kriegt ein Totti. Boah, Varane würde ich mir halt auch safe gönnen. Na, kann ich gar nicht wegen Dreher. Ah, fuck. Na gut, dann würde ich hier wahrscheinlich irgendwie Oblak oder sowas hinstellen. Oder halt, wenn Ramos wieder ein Totti bekommt, würde ich mir, glaube ich, eher Ramos als Varane holen. Weil Ramos Team of the Year war die letzten Jahre halt immer gestört. Weil der dann halt auch 85 Dribbling und so eine Scheiße hatte. Meint ihr, Kanté kriegt wieder ein Team of the Year? Ich meine, Chelsea war jetzt halt nicht so heftig unterwegs, ne? Ha, mit Chelsea, ich weiß nicht, war da halt nicht so krass. Aber ist halt Weltmeister. Dieses Jahr ist halt echt schwierig. Weil du hast einmal diese ganzen Weltmeister aus Frankreich und halt noch diese ganzen Realspieler, die halt jetzt zwar in der Rückrunde, also jetzt in der Hinrunde reinscheißen, aber halt wieder Champions League gewonnen haben. Ja gut, Modric wird halt sehr wahrscheinlich ein Totti bekommen, ne? Aber Modric weiß ich nicht, wo ich den einbauen soll. Kriegt Modric dann eigentlich dieses Jahr, dann müsst ihr ja eigentlich dieses Jahr Modric die 99er-Karte bekommen als Player, also als Spieler des Jahres, ne? Oder täusche ich mich? Wobei, ich sag euch ganz ehrlich, wenn, also so ein Messi Team of the Year würde ich halt auch begrüßen. Und dann würde ich halt in-game so zocken. Ah, geht, ah ne. Dann bräuchte ich hier wieder Blanc. Oh, Messi Totti hätte ich halt auch Bock drauf. Messi Team of the Year hätte ich richtig Bock drauf. Momentan bin ich mir halt echt unsicher wegen dicken Spielern holen. Weil ich will nicht so viel investieren vom Team of the Year. Weil zum Team of the Year will ich mir schon die ein oder andere Totti-Karte auch snacken. Und ein Maldini, dadurch, dass ich Ferdinand habe, also Ferdinand Untrade habe, würde ich einen Maldini halt zu 100% gegen einen Ramos-Totti ersetzen. Totti Reus wäre nice. Ja, kommt aber auf gar keinen Fall. Reus-Totti
da müsste der schon eine ganze Saison so spielen, wie jetzt die Hinrunde. Das ist halt das Ding. Ich finde, dieses Jahr hat man zum Team of the Year so viele Spieler, die halt eine Serie richtig krass waren und dann die andere Halbserie nicht so krass waren. So genau das gleiche bei Salah. Der war bis zum Sommer übertrieben heftig und spielt jetzt die Hinrunde bei Liverpool zwar gut, aber nicht übertrieben heftig. So, genau das gleiche bei Hazard Team, genau das gleiche bei Hazard. Der ist jetzt die Hinrunde richtig heftig, war aber davor halt gut. Weißt du? Also sehr gut, aber nicht übertrieben heftig. Es gibt so viele Spieler in der engeren Auswahl. De Bruyne war bis zum Sommer auch übertrieben heftig, aber ist jetzt halt die ganze Zeit verletzt. Schwierig. Ja, auch ein Lewandowski rasiert auch. Wobei Lewandowski jetzt von den genannten meiner Meinung nach zusammen mit Sané die schwächsten Chancen hätte. Ist mit Salah oder Mbappé? Ja, das denke ich auch. Denke auch Salah oder Mbappé. Wen können wir denn in der Abwehr? Boah, Linksverteidiger würde ich sagen Jordi Alba. Innenverteidigung. Ja, wahrscheinlich schon Varane Ramos, ne? Also was anderes fällt mir da nicht groß. Also in der Innenverteidigung kommen für mich eigentlich nur Varane, Ramos und, ach, was sag ich, Alba. Ja gut, Marcelo, ja, okay, Marcelo. Marcelo oder Alba. Gut, Alba, Marcelo darf ich auch nicht vergessen. Marcelo dürfen wir auch nicht vergessen. Aber Innenverteidigung gibt es für mich eigentlich nur Varane, Ramos und Van Dijk zur Auswahl. Umtiti glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Umtiti würde ich mich auch einfach nur drüber aufregen, weil ich die Karte in FIFA komplett scheiße finde. Ja, Rechtsverteidiger? Keine Ahnung, wen gibt's denn Rechtsverteidiger groß außer Kimmich? Jetzt mal Real Talk, Rechtsverteidiger außer Kimmich. So, wen sollst du da sonst nehmen? Vielleicht Walker von City? Aber sonst? Rechtsverteidiger würden mir auch nur Walker und Kimmich einfallen. Ah, Keeper ist auch interessant, ne? Also Neuer auf gar keinen Fall. De Gea war halt auch immer krass, aber De Gea war halt bei der WM super scheiße. De Gea war halt bei der WM komplette Kacke, ne? Ansonsten Ter Stegen hat übertrieben rasiert. Könnte eventuell auch Oblak oder Courtois werden. Ja, wobei Courtois war auch, glaube ich, der Keeper der WM, ne? Ja, Courtois hat, glaube ich, schon die besten Karten, ne? Courtois war doch auch bester Keeper der WM, oder? Chat, gebt mir mal einmal kurz recht oder schreibt Nein rein. War Courtois Keeper der WM oder war das Loris? Aber Courtois soll bei Real aktuell ziemlich scheiße sein, ne? Kann auf der Seite von der UEFA fürs Totti voten. Ja, da will ich auch demnächst vielleicht ein Video zu machen. Oder irgendwie... Also ich will auf jeden Fall so ein Team of the Year Pre-Stream machen. Wahrscheinlich dann Anfang des Jahres. Aber Freunde, ich habe auch... Anfang des Jahres ist so geil. Ich bin einfach beim Spiel Manchester City gegen Liverpool, Mann. Manchester City gegen Liverpool bin ich im Stadion, ey. Ich bin so hyped da drauf. Ich glaube, 3. Januar oder so ist das. Boah, das wird so geil, ne? Team of the Year Community Talk. Ja, wäre wirklich eine Idee.